So, hi Leute, das ist Sanu hier, live in der neuen Season 3 und mit jeder Season kommt natürlich auch wieder ein neuer Season Pass und den schauen wir uns an. Vorposten heißt die neue Season, lohnt sich der Season Pass? Es ist immer eine Frage für sich persönlich, ob der Season Pass sich wirklich lohnt und ist eine Sache, die ich persönlich unterstütze das Franchise, ich unterstütze das Game. Und die 10 Euro für den Season Pass, die sind mir immer wert. Es ist anders als hier so ein anwerbar Outfit, was hier, keine Ahnung, 30 Euro kostet, was wirklich extrem teuer war. Das ist wieder eine andere Sache, da muss man für sich selbst entscheiden. Ein 10er ist immerhin nochmal was anderes. So, wir gucken aber mal kurz rein, was es wirklich gibt in dem Season Pass. Holen uns den Pass auch. Die Credits hatte ich vorher schon aufgeladen. Machen wir direkt. 1000 Credits, knapp 10 Euro kostet der Spaß. Und ich glaube, wenn ihr hier schaut mal, wenn ihr euch für 9,99 Euro holt, bekommt ihr noch einen Bonus von 50 Credits. Das ist ja standardmäßig, ne? So, schauen wir auf jeden Fall mal, was es hier alles gibt. Abgesehen von den ganzen Fraktionsschlüsseln, die eh immer wieder Humbug sind, haben wir halt hier immer wieder ein paar Farben mit drin. Ausstattungsfarben und Optimierungsbehälter. Hier haben wir das Halbmond-Outfit. Und natürlich oben, ihr seht halt der Unterschied, ne? Unten ist der Track, der für, wenn ihr den Season Pass kauft, dass ihr die Sachen halt auch zusätzlich mitbekommt. Und oben sind die Sachen, die jeder bekommt, der die Season spielt. Ne? Darunter gehören auch die exotischen Items und so, deswegen, ihr müsst kein Geld ausgeben dafür. Aber ihr habt halt gewisse Skins und Emotes etc. pp. Ne? Ihr seht es schon. Wir gehen jetzt hier nochmal durch, so ein paar, okay. Kuriose Waffenskins. Hier ein paar von denen sind halt tatsächlich richtig cool aus. Und deswegen ich sammle den Kram. Der 10er ist da voll in Ordnung. Ja, Sonnengruß. Ja, Exo-Behälter. Alles habt ihr mit am Start. Seht ihr, selbstschlagen Emote. Ja, und noch Waffenskin. Ein schöner, universeller Waffenskin. Und was tatsächlich cool ist am Ende. Ist schon ein paar coole Sachen dabei. Da geben sie sich echt Mühe. Das können sie, ne? Muss man tatsächlich sagen. So, gehen wir weiter. Hier, fangen bei Rang 85 im Season Pass, kommen die robusten Handschuhe, die neuen exotischen Handschuhe, die ja, nicht so geil sind, finde ich persönlich. Und auf Rang 90 gibt es dann die Mosquito. Das ist das zweite exotische Ausrüstungsteil, beziehungsweise die erste exotische Waffe. Die andere ist die Vindicator. Die wird man über den Descent, den Abstieg bekommen. Und ihr seht hier noch ein paar Exo-Behälter. Und am Ende gibt es den Vorposten. Vanguard Patch, der sieht ganz cool aus. Und die Menpo-Maske. Eine Menpo-inspirierte Maske, die sieht ganz geil aus. Habt ihr wahrscheinlich im Thumbnail gesehen. Das ist ganz cool. So, ja, und das ist der Season Pass. Der Season 3 Vanguard. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Holt ihr euch den Season Pass? Und ja, ansonsten sehen wir uns im nächsten Video, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut.